Schön. Ja, das Ganze wird in Tabata erfolgen. Auch das Warm-up heißt Tabata. Für die, die es nicht kennen, wir haben 4 Minuten Zeit, beziehungsweise 1 Minute. Da haben wir immer 20 Sekunden Belastung, also Training, und dann 10 Sekunden Pause, bevor wir die Übung wechseln. Das wird jetzt auch am Anfang so sein. Heißt, unser Warm-up besteht aus insgesamt 8 verschiedene Übungen, ab 20 Sekunden zum Warmwerden, zum Reinkommen. Und dann haben wir Prolied, wenn wir richtig loslegen, immer 2 Übungen. Ja, das hört sich noch nicht so schön an. Ne? So. Wir haben noch ein Minütchen und dann kann es gleich losgehen. Wenn der DJ sagt, es geht los, dann geht's los. Ein bisschen Platz um euch habt, dass ihr nicht gleich gerade die Vase umhaut beim Jumping Jack, wenn wir den gleich machen. Ja, dann würde ich sagen, wir legen los. Erstes Lied, alles ein bisschen weihnachtlich, ich halte schon mal so ein Stimmen. So wie gestern auch. Und vor Weihnachtswoche. So, als erstes die Füße gleich zum Fuß, wenn eingezielt, wann es losgeht. Achtung, los geht's! Füße hin, sie hoch! Ja, wir lösen! Schnellen Schrittfeld hin, Knie zu Kopf, dann kreisen wir gleich die Schulter nach hinten in der Runde 2. Okay. Schön den roten Kreis. Jawohl. Zieht die Schulter nach hinten. Nicht das Feste. Hoch. Hoch. Jawohl. Okay. Als nächstes kommt der Jumping Jack. Und wir machen eine Seite vor, unsere beliebte Übung, Rücken rund und
gerade. Die letzten Sekunden. Anfang. Rutsch, da. Aufräumen. Aufräumen. Auf und da. Jawohl. Sehr schön. Die Lösen. Sehr gut, das war schon das Warm-up. Ich hoffe, euch ist ein bisschen warm geworden. Wir kommen zur Runde 1. Squat, wie wir ihn eben schon mal hatten, nur ein bisschen breiter. Fußspitzen leicht nach außen und wir gehen einfach erstmal nur Single, hoch und tief. Guckt, dass die Belastung hinten auf den Fersen ist. Der Pump geht nach hinten raus, Rücken ist schön gerade, Brust raus. Hoch und tief, genau, die Mädels machen seitlich. Und ich frontal. Ach, halt, stopp, Übung 2. Ausfallschritt. Gehen wir einfach nur nach hinten und wechseln dann das Bein. Auch hier drauf achten. Hinten das Knie geht richtig schön Richtung Boden. Hier seid ihr gerade. Belastung hier vorne auf der Ferse. Gut, jetzt kannst du losgehen. Auch hier wird wieder angezählt, wann es losgeht. 3, 2, 1, wir starten. Hoch, tief und hoch. Jeder in seinem Tempo. Wenn ihr das langsamer machen wollt, ist das in Ordnung. Tief. Kopf ist nach hinten. Oberkörper aufrichten. Zack. Zack. Jawohl. Tief. Und Lippen aus. Supi. Sucht euch eine Seite aus, mit der ihr anfangt. Im Ausfallschritt. Wir starten. Tief. Und wechseln. Jawohl. Denkt dran. Die Belastung ist auf der Vorder- und Ferse. Auch hier Oberkörper aufrichten. Ihr dürft die Hände entweder mitnehmen oder ihr darf hier sauber ausführen. Lösen. Wieder das Quad. Wir starten. Tief. Hoch. Tief. Komm schön tief mit dem Hoch. Ha. Aber trotzdem Oberkörper aufrichten. Guckt mal, versucht mal eure Fußspitze anzulegen. Dann müsst ihr die Belastung richtig. Am Lösen. Sehr gut. Ausgestellt. Tief. Hinter das Knie Richtung Boden. Ihr dürft das auch langsamer machen. Bleibt stabil. Hier seid ihr fest. Jawohl. Sehr gut. Eins. Und lösen. Prima. Jetzt könnt ihr das Quad ein bisschen intensiver machen. Heißt, wir bouncen ein bisschen runter. Achtung. Tief, bounce, bounce und hoch. Tief, bounce, bounce und hoch. Jawohl. Tief. Denkt dran, die Knie nach außen. Nicht nach innen fliegen. Hoch. Tief. Und hoch. Jawohl. Den lassen wir so. Tief. 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 Tief.
hinter euch, wer will trinken, einen Schluck? Ansonsten, Runde 2. Der seitliche Ausfallschritt. Ähnlich wie eben, nur halt, wie der Name sagt. Einmal zur Seite. Top. Hier ist die Belastung. Und dann kommen wir wieder hoch. Top. Und ran. Immer die gleiche Seite. Okay, das ist Übung Nummer 1. Übung Nummer 2. Hüftbretterstand. Ungefähr. Wir gehen in den Squat und spreizen ab. Immer im Wechsel nach dem Squat. Top, top. Und los. Auch hier wieder darauf achten, schön gerade bleiben im Oberkörper. Und ja, Belastung auf die Fersen, wie immer. Sag ich auch noch 10-mal. Sehr gut. Ausschütteln, siebten Schluck
Auf dem Boden, jawohl. Ihr braucht eine Matte. Eure Madre, legt euch hin. Seitlich. Gut. Und zwar, legt ihr euch ganz ab, klingt erstmal schön. Ihr legt den Kopf, jetzt geht mit dem Mikro wieder nicht, also eigentlich auf den ganzen Arm ab, so. Beine in Verlängerung des Körpers. Und dann macht ihr entweder das obere Bein lang und zieht die Fußspitze ran, oder, wer es ein bisschen schwieriger haben möchte, Ferse Richtung Himmel, Knie ein bisschen nach oben eingedreht. Und dann gehen wir hoch und tief, hoch und tief. Oder halt mit gestrecktem Bein. Das ist auch in Ordnung. Dann haben wir zwei Varianten. Entweder ihr haltet in der Pause hier oben, wenn ihr das möchtet, oder ihr legt ab. In der zweiten Runde haben wir eine ähnliche Übung, nur dass wir diesmal beides quasi variieren oder zusammenlegen. Wir schieben und ziehen ran. Wir schieben und ziehen ran. Also keine Hoch-Tief-Bewegung, sondern eine Push-and-Pull-Bewegung. Dann entweder wieder halten oder ablegen. Dann kommt die kleinen Bounces, also auch entweder wieder mit Bein gestreckt und kleine nach oben. Oder ihr macht die hier mit kleinen nach oben. Und dann kommt nochmal diese Push-and-Pull-Bewegung. Als wolltet ihr die Wand wegschieben. Dann wechseln wir die Seite. Dann ist die Seite schon mal platt. Okay? Kann losgehen. Und denkt dran, legt euch ab. Nicht so abstützen, ist nicht gut für die Halswirbelsäule. Also entscheidet euch auf einen Lang oder Arm. 3, 2, 1. Thank you.
Sehr schön, dann kommen wir schon zum vorletzten Lied. Die Düfte oder die Übungen, die sind bekannt, denke ich. Wir stellen die Fersen auf, relativ nah an den Popo ran. Ihr dürft auch den ganzen Fuß aufsteigen, wenn ihr möchtet. Und dann legen wir die Arme neben dem Körper ab und kommen hoch in die Brücke, die Bridge. Und die machen wir dynamisch, hoch und tief. Schön nach oben drücken. Guckt, dass ihr die Beine nicht zu sehr auseinander drückt dabei. Lasst sie nach vorne gerichtet. Hoch und tief. Das ist Übung 1 und Übung 2. Da dürft ihr euch jetzt aussuchen, ob ihr die Füße aufstellt und aufgestellt lasst oder ob ihr sie 90 Grad hochnehmt, anwinkelt. Wir machen den geraden Crunch. Einfach nur nach oben kommen. Gehen es zur Brust eingerollt. Ihr dürft auch die Arme nach vorne nehmen, dann ist der Hebel ein bisschen kürzer. Aber auch hier, Kinn einrollen, guckt am besten durch die Beine durch, beziehungsweise sucht euch einen Punkt an der Wand und bitte nicht den Nacken hochreißen, solltet ihr die Fingerspitzen mit an die Schläfe oder an den Hinterkopf nehmen. Alles kommt hier aus der Bauchmuckis. Okay, let's go. Wir fangen aber mit der Brücke an. Push the legs. Überkreuzen oder ein nebeneinander, Arme lang oder an die Stäbe. Wer möchte, der kürzere Hebel, wenn ihr die Arme neben dem Körper habt. Und so wie die Mädels das machen, wenn ihr die Fingerspitzen an den Stäben habt, Arme weit öffnen. Schön langsam, kontrollierte Bewegung. Sehr gut. Entweder ganz auf Fuß oder nur Fersen aufgestellt. Achtung. Hoch, ab. Drückt euch schön nach oben. Papa ist angespannt. Hoch. Und den Po nicht mehr ablegen. Hoch. Hoch. Einloggen. Und lösen. Jawohl. Yeah.
Amen. Sehr schön. Sind die beiden ruhig ein bisschen auslockern. Und dann kommen wir wieder in den Crouch. Aber der dürfte jeden Tag sagen, auf die Unterarme!
tief durchatmen. Ganz entspannt. Auf den Rücken liegen, so wie es für euch bequem ist. Die Beine mal lang machen. Die Arme nach oben raus. Zieht euch in die Länge. Beim Einatmen schön strecken und beim Ausatmen locker lassen. Atmen noch mal tief ein, streckt euch lang. Und beim Ausatmen locker lassen. Einmal noch einatmen, lang lassen. Und ausatmen, locker lassen. Ihr könnt die Arme langsam wieder neben den Körper holen. Die Füße nach oder die Knie nach und nach an den Körper ranziehen. Macht euch klein, kommt mit der Stirn in Richtung Knie. Und wir lösen. Nochmal. Klein machen. Locker lassen. Die Füße aufstellen. Nochmal einmal lang in die Luft, zieht die Fußspitze ran und fassen die Oberschenkel. Und zieht das Bein Richtung Oberkörper. Das Fußgelenk löst in den Kreis. Auch mal in die andere Richtung. Ja. Locker lassen. Fuß aufstellen und andere Seite. Einmal lang in die Luft, die Fußspitze ran und fass den Oberschenkel. Zieh die Richtung Oberkörper. Bein möglichst gerade. Fußgelenk lösen. Andere Richtung. Langsam lösen. Behalte das Knie oder das Bein in der Hand. Kommt hoch mit Schwung in den Sitz. Einmal Beine lang machen. Und nach vorne. Zieht euch so weit wie möglich. Nach vorne. Lösen. Komm in den Kindfüßlerstand. Einmal umdrehen. Den Rücken nach unten lang schön aufbauen. Und hängen lassen. Nochmal rund. Und hängen lassen. Kommt in eine neutrale Haltung. Stellt die Fußspitzen auf. Drückt euch nach oben. Dann kommt langsam. Und dann atmen wir nochmal tief gemeinsam ein. Und atmen aus. Und noch einmal tief einatmen. Und alles ausschütteln. Und dann habt ihr es geschafft. Danke fürs Zuschauen.